Willkommen bei kinderplayer.de. Heute testen wir für euch den Tribby. Der Tribby wird verkauft als ja, Connected Player für die Küche. Also die Idee ist, dass man ihn an den Kühlschrank beispielsweise hängt und er da nicht nur einen guten Klang macht, sondern er hat auch noch mehrere Zusatzfunktionen. Zum einen kann man mit ihm gratis Internettelefonie machen. Dann kann man ihn benutzen, um über Bluetooth laut zu telefonieren, was ganz interessant ist. Also dann gibt es hier noch die kabellose Musikfunktion. Und was eben das Besondere ist an dem Gerät, es hat dieses Message Board, das heißt hier vorne das Display, das ist ein sogenanntes E-Ink-Display, wie ja auch in allen möglichen E-Book-Readern, wie beispielsweise den Kindle, verbaut ist. Und man kann auf dem Handy kleine Zeichnungen machen oder Schrifte zusammenpacken, die an das Gerät schicken und die tauchen dann auf diesem Display auf. An der Seite, das zeige ich gleich dann auch noch, springt dann so ein kleiner Briefumschlag raus, der darauf hinweist, dass da eine Nachricht gekommen ist. Das kann für Kinder natürlich auch sehr interessant sein, wenn die Eltern in der Arbeit sind und quasi eine kleine Zeichnung dem Kind schicken. So entsteht einfach so ein gewisses Gefühl von Verbindung. Ich finde das eigentlich ganz nett. Was den Speaker aber wirklich besonders macht, ist die Tatsache, dass er die Alexa-Funktion von Amazon mit integriert hat. Das heißt, der Sprachassistent Alexa ist in dem Gerät mit integriert und kann genauso wie auch das große Gerät von Amazon bedient werden. Also man ruft Alexa in den Raum und das Gerät reagiert dann. Ja. Dann schauen wir doch mal, was in der Kiste alles drin ist. Verpackung finde ich schon mal sehr schön. Alles Pappe. So, da ist dann einmal das Gerät. Wir haben das hier in so einem, ja, es soll rot sein, aber es wirkt eher so ein bisschen rot-orange-Ton. Dann ist ein Ladekabel dabei. Die Hülle ist so ein bisschen gummiert, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und man kann sie auch abziehen und gegen eine andere Farbe tauschen. Von der Größe her finde ich es gar nicht schlecht für Kinder mit dem Griff hier oben, aber es ist relativ schwer. Was befindet sich noch in der Box? Wir haben hier eine kleine Kurzanleitung. In verschiedenen Sprachen. Und dann noch ein Hinweis, wie man Spotify auf dem Gerät einrichten kann. Also Spotify wird von dem Gerät auch unterstützt. Von daher, wie gesagt, ganz spannend für die Leute, die die Idee der sprachgesteuerten Geräte, wie also Alexa, gut finden, aber das Gerät selber nicht mögen, für die ist das Ganze optimal. Und ja, dann werde ich jetzt mal alles verkabeln und dann schauen wir mal. So, ich habe jetzt mal in der Anleitung geguckt, wie der nächste Vorgang ist. Also man muss erstmal sich die App runterladen. Ich bin jetzt hier gerade im iOS App Store. Die App gibt es aber inzwischen auch für Android. Wenn man bei Amazon in den Bewertungen guckt, dann wird das noch oft bemängelt. Ich habe aber auch bei Android geschaut, da gibt es die App also auch schon zum Herunterladen. Die werde ich jetzt mal installieren und dann euch durch die verschiedenen Schritte führen für die Installation. So, die App habe ich jetzt installiert. Jetzt muss man erstmal, steht es auch auf dem Display oben, den Einschaltknopf drücken, 2 Sekunden gedrückt halten und dann fährt das Gerät hoch. Das zeigt mir an, es kann bis zu 1 Minute dauern. Dann schauen wir doch mal. Parallel habe ich jetzt hier die App installiert. Da muss man jetzt erstmal eine neue Gruppe erstellen, das werde ich mal machen.
Dafür braucht es eine E-Mail-Adresse, dann den Namen der Gründer der Gruppe und ein Kennwort. Da werde ich jetzt mal Daten Pairing mode, frei waiting for vergeben. connection. Jetzt meldet sich das Gerät hier parallel. Es wartet also auf eine Verbindung. Ich trage dann mal hier Kontaktdaten ein. So, ich habe da jetzt mal Passwort vergeben. Und jetzt sagt er, Tribi ist ein batteriebetriebenes Produkt. Akkuladezeit beträgt ca. 2 bis 3 Stunden. Bitte laden Sie Ihr Tribi mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Das habe ich jetzt schon gemacht. Gehe ich mal als nächstes. Genau, jetzt habe ich das Gerät gestartet. Es ist auch in diesem Bluetooth-Modus. Und dann möchte er hier Bluetooth aktivieren, da sage ich ja. Jawohl, das ist aktiviert. Jetzt gucke ich nochmal. Ja, hat das doch nicht eingeschaltet, habe ich jetzt Bluetooth von Hand eingeschaltet. Und jetzt begibt er sich hier auf die Suche. Da hat er ihn auch gefunden. Dann mache ich eine Verbindung. Das klappt schon mal. Ja, den Namen lasse ich jetzt einfach mal so, wie er ist. Dann wähle ich hier mein WLAN aus. Das scheint also auch geklappt zu haben. Auch auf dem Gerät sieht man jetzt Verbindung mit dem WLAN hergestellt. Jetzt scheint er hier ein Update runterzuladen. Jetzt kann ich hier ein Avatar auswählen, also ein Bild für mich. Dann nehme ich hier einfach mal hier den Papa. Genau, da kann man jetzt verschiedene Avatare festlegen. Ich überspringe das einfach mal. Ich will jetzt vor allem, ah, da kann man also Radio, diese Tasten, da die Radiotasten vorbelegen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Bayern 3. Und jetzt will er hier Updates runterladen. Das lasse ich ihn jetzt einfach mal machen. Und werde hier nochmal die Aufnahme pausieren. Und dann können wir, sobald das Update installiert ist, weiter durch den Installationsvorgang uns den weiter angucken. Zurück, inzwischen ist das Software-Update durchgelaufen und das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Es hat eine ganze Weile gedauert. Nehmen wir mal an, da wurde komplett eine ganz neue Version eingespielt, weil beim ersten Einschalten sonst auch noch keine Alexa-Funktionalität gegeben war, und das macht ja eigentlich gerade den Reiz jetzt aus. So, ich schalte das Gerät jetzt nochmal neu an. Es dauert dann ungefähr 1 Minute, bis es wieder komplett betriebsbereit ist. So, und solange das Gerät im Akkumodus ist, also nicht mit Strom verbunden, hier ist übrigens der Anschluss dann für den Strom, muss man hier diesen Knopf an der Seite kurz drücken. Spiele Musik. Hier ist ein Radiosender. So, das war jetzt leider wahnsinnig laut. Aber da hört man schon, also für die Größe des Gerätes macht es wirklich ordentlich Krach. Probieren wir es nochmal. Erzähle einen Witz. Was ist 7 mal 7? Feiner Sand. Spiele Musik. Hier ist ein Radiosender, der dir vielleicht gefällt. Max Giesinger. Macht das jetzt auch gleich wieder aus, nicht, dass wir da noch GEMA-Probleme kriegen. So viel sei aber gesagt, das Gerät hat einen wirklich schönen Klang. Was mir auch gut gefällt,
ist die Zusatzfunktion, dass man kleine Nachrichten schicken kann. Also hier habe ich jetzt beispielsweise so ein Smiley geschickt. Dann poppt hier an der Seite so ein kleiner Briefumschlag raus. Und ja, so kann eigentlich dann, wenn jemand, die Eltern bei der Arbeit sind und man möchte noch eine schnelle Nachricht nach Hause schicken, dann kann man das darüber ganz nett machen. Auch von der Radiofunktionalität her ist das super. Ob einem das jetzt, ich glaube, regulär kostet es 199 Euro, es gab es jetzt gerade im Angebot für 149 Euro, ob es einem das wert ist, das muss sich jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, gemessen an der Größe kann man am Klang absolut nicht meckern, den finde ich spitze. Auch die Zusatzfunktionen sind wirklich nette Gimmicks. Als Kinderplayer, ja, eben nur dann, wenn man tatsächlich eben mit der Funktionalität dieses Sprachassistenten zurechtkommt. Spiele Bibi und Tina. Der Original-Soundtrack zum Kinofilm von Bibi und Tina. So, auch hier mache ich wieder aus. Spiele Bibi Blocksberg. Folge 14: Bibi Blocksberg in Amerika von Bibi Blocksberg. Ja, wie gesagt, das funktioniert alles super. Auch meine Tochter lernt jeden Tag dazu. Also es kann durchaus auch ein Motivator sein, deutlicher zu werden in der Aussprache. Sie hat eine leichte SCH-Schwäche und damit sie quasi ihre Musik gespielt bekommt, wird sie immer deutlicher, wenn sie mit dem Gerät spricht. Das ist eigentlich ganz niedlich zu beobachten. Alles in allem, schönes Paket. Ich werde es gleich nochmal an Strom anschließen, dass man auch nochmal die Funktionalität kriegt, wenn man dieses Wake Word benutzt, damit man einfach auch mal hört, wie das dann funktioniert. So, ich habe jetzt nochmal recherchiert. Also in der App gibt es hier eine Option, wo man sagen kann, Tap to Talk. Die ist eben dafür gut, dass das Gerät, wie ich schon meinte, weniger Akku verbraucht und nicht die ganze Zeit auf das Aufwachwort Alexa wartet. Ich sage es jetzt bewusst nicht, weil sonst sich das Gerät wieder einschaltet. Die habe ich jetzt mal deaktiviert. Das heißt also, man kann sie auch im mobilen Betrieb, ohne dass sie an Strom hängt, so verwenden, dass sie auf das Aufwachwort reagiert. Das soll aber vom Akkuverbrauch halt sehr viel sein. Deswegen würde ich das nur empfehlen, wenn man es also lädt. Ansonsten funktioniert es auch sehr gut, indem man diese Taste drückt. Ich lege jetzt nochmal die App beiseite und dann probieren wir es mal. Alexa, wie spät ist es? Es ist 19:51 Uhr. Okay, also das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Wie gesagt, ich finde, das Gerät macht einen wirklich guten Eindruck. Dann möchte ich noch mal zwei, drei andere Besonderheiten zeigen, die dieser Tribby kann. Also zum einen kann man hier eben verschiedene Vorbelegungen machen für Radiostationen. Dann kann man von seinem Handy auf dem Gerät direkt anrufen. Auch das habe ich getestet, funktioniert sehr gut. Ich möchte das jetzt aber nicht vorführen, weil dann wird es eine fiese Rückkopplung geben. Aber was wirklich ganz putzig ist, man kann ja also verschiedene Nachrichten schicken. Ich habe hier mal Beispiele gemacht. Schicke ich jetzt einfach mal eine rüber. Guten Morgen. Genau, dann fährt an der Seite also diese kleine gelbe Fahne aus. Und das erscheint halt auf dem Display. Das ist wirklich ganz nett. Man kann auch Freitexte machen, also mit dem Finger was malen, kleine Botschaften. Und dann hier an der Seite den Brief wieder reinfahren. Schicke ich einfach nochmal eine andere. Dauert einen kleinen Moment. Und dann kommt wieder der Briefumschlag. Und jetzt habe ich in dem Fall ein Smiley geschickt. Wie gesagt, kleines, nettes, zusätzliches Gimmick. Ich könnte mir eben vorstellen, gerade im Kinderzimmer macht sich das auch ganz gut, wenn man seinem Kind dann abends noch einen kleinen guten Nachtkuss oder so schicken kann. So, ich hoffe, das Review hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei kinderplayer.de. Ciao!